Guten Morgen, Lokführer. Bitte rüsten Sie den Führerstand auf und lassen Sie die Fahrgäste hier in Leipzig einsteigen. Und damit herzlich willkommen zurück im Train Simulator Classic zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Ja, ich bin wieder zurück. Es hat dann doch länger gedauert als gedacht, aber die Erkältung, die war dann doch ein wenig hartnäckig. So, und nun geht's endlich weiter, auch im Train Simulator Classic. Erinnert euch vielleicht an die ersten beiden Videos. Da sind wir ja mit dem ICE von Dresden nach Leipzig gefahren. Das zweite Video ist mittlerweile auch online. Ich habe es euch nochmal in die Infokarte gelegt, denn da lief ja mit der Veröffentlichung ein bisschen etwas schief. Und nachdem wir nun mit dem ICE eine leicht chaotische Fahrt hatten, vier Zwangsbremsungen, zwei davon Eigenverschulden, die erste und die dritte kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Ja, und heute geht es mit der S-Bahn Mitteldeutschland, mit der S-Bahn-Linie S1 von Leipzig Hauptbahnhof Tief, also hier den Tunnelbahnhof der S-Bahn Leipzig. Dann geht es heute durch den Leipziger Citytunnel bis nach Leipzig-Stotteritze, der Endpunkt der Leipziger S-Bahn S1. Zumindest hier, als die Strecke rausgekommen ist, da war das wirklich der Endpunkt. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie das im aktuellen Fahrplan ist, aber hier gilt noch der Fahrplan, dass die Leipziger S1 hier von Leipzig Mitte zur Allee, das ist eine S-Bahn-Station im Stadtviertel Grünau, durch den Citytunnel bis nach Leipzig-Stotteritz gefahren ist. Ja, also geht einmal unter dem Stadtzentrum von Leipzig durch. Wir können ja mal gucken, ob wir noch nach oben schauen können. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal durch die Etagen. Ja, können wir machen, denn wir sind letztens hier oben im Leipziger Hauptbahnhof angekommen. Und nun geht's einmal im Citytunnel Leipzig weiter. Da hat man sogar diese Treppen. Das ist ein Vorbild, glaube ich, sogar wirklich so gebaut. Allerdings, ja, ihr seht, das passt hier nicht eins zu eins aufeinander. So, kommen wir also jetzt hier unten an und begeben uns nun zu unserem Zug der S-Bahn Mitteldeutschland. Eine Baureihe 1442, eine dreiteilige Einheit, so wie sie auch wirklich bei der S-Bahn Mitteldeutschland unterwegs sind. Dreiteilige Einheiten, vierteilige und hier im Spiel gibt es sogar fünfteilige Einheiten. Da weiß ich gar nicht, ob die dort so im Vorbild unterwegs sind, aber im Spiel sind sie zumindest dabei. So, die Fahrgäste sind eingestiegen. Nächster Halt Leipzig-Markt, das heißt, wir sind bereit zur Abfahrt und es kann losgehen. So, also, wir befreien uns erstmal hier aus der restriktiven Überwachung. Hat mir auch schon mal jemand von euch geschrieben, dass ich mich gar nicht befreien muss, aber ich mache das halt immer, bevor ich hier wieder zwangsgebremst werde. So, jetzt geht es einmal durch die Röhren des Leipziger Citytunnels. Es sind insgesamt vier unterirdische Halte, also einmal Leipzig Hauptbahnhof Tief, wo wir gestartet sind, dann kommt Leipzig Markt, Wilhelm-Leuschner Platz und Leipzig Bayerischer Bahnhof. Das sind so die Halte. So, jetzt muss man aber schon anfangen hier mit Bremsen, denn ich bin diese Strecke auch noch nicht so oft gefahren. Von daher bremse ich dann lieber ein bisschen früher, aber das war zu früh. Denn ich hatte den ja wirklich schon hier auf 80 hoch gehabt und dann ist es ein bisschen schwierig, den Zug dann rechtzeitig wieder runter zu bremsen. Mal gucken, inwiefern sich das Ganze jetzt hier auf dem Fahrplan auswirkt. Also, die erste Station ist erreicht, Leipzig Markt. Und dann wird es dann nach kurzem Aufenthalt gleich weitergehen in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platze. Durch den Leipziger Citytunnel, da sind sogar zeitweise mal ICEs gefahren. Bin ich selber mal mit einem ICE durchgefahren. Der hat natürlich dann nur am Hauptbahnhof gehalten, aber das war auch sehr interessant. So, also Leipzig Markt ist erreicht. Der erste unterwegs halt unserer Fahrt. Ja, Fahrgäste steigen ein und aus. Allerdings gerade nicht so viel los, obwohl wir mitten im Berufsverkehr hier gerade unterwegs sind. Naja, die meisten sind wahrscheinlich schon zu Hause oder spielt an einem Wochenende. So, ja, das ist unser Führerstand unseres Zuges. Ein, wie gesagt, Baureihe 1442, die ja das Rückgrat der S-Bahn Mitteldeutschland bilden. Hier können wir auch mal in die Fahrgastkabine hineinschauen, wie das ja aussieht. Ja, den Citytunnel, den gibt es nicht nur im Train Simulator Classic. Also hier ist er ja im Rahmen der Strecke Dresden-Leipzig, beziehungsweise Leipzig-Dresden, auch Bestandteil. Sondern den gibt es auch im DLC Rapid Transit für Transim World 3. So, nächste Station ist der Wilhelm-Leuschner-Platz. So, also kann es wieder losgehen. Wieder beschleunigen.
mit unserem Zug hier auf die nächste. Ich muss mal ein bisschen höher, sehe ich das sonst hier. Ich habe mir den Streckenmonitor, glaube ich, ein bisschen zu transparent eingestellt. So, von daher muss ich mir das immer so ein bisschen hier zurechtdrehen oder das Ding einfach mal wieder so ein bisschen die Deckkraft höher einstellen. So, nächste Station ist jetzt im Leipzig-Wilhelm-Leuschner-Platz. Der Citytunnel in Leipzig, der wurde im Jahr 2013 eröffnet. Feierlich, da gab es eine richtige Feier, als dieser Citytunnel im Jahr 2013 eröffnet wurde. Das Ganze habe ich mir damals sogar angeschaut, wurde im TV übertragen. Und ja, ist seitdem das Rückgrat der S-Bahn Mitteldeutschland, denn vorher hatten die mitteldeutschen Städte Halle, Saale und Leipzig jeweils ihre eigenen kleinen S-Bahn-Netze. Leipzig gab es damals, glaube ich, 2 Linien zu dem Zeitpunkt, ganz früher mal 3, in Halle gab es eine. Und dieses S-Bahn Mitteldeutschland-Netz hat zum einen diese beiden Netze nun verbunden. Es gibt auch eben 2 S-Bahnen, die zwischen Halle und Leipzig unterwegs sind. Und das ganze Netz wurde natürlich auch erweitert. Es gibt zum Beispiel die S3, die von Halle Trotha oder Niedleben, ich weiß gar nicht, von einem von den beiden Punkten halt über Leipzig bis nach Wurzen fährt. Es gibt auch ganz lange S-Bahn-Linien, zum Beispiel die S4, die bis nach Hoyerswerda fährt. Das ist über 150 Kilometer entfernt. Die fährt natürlich jetzt nicht alle halbe Stunde, sondern die fährt, glaube ich, nur die komplette Strecke alle 2 Stunden. Also es gibt Linien, die bis nach Zwickau reichen. Das ist auch sehr weit weg von Leipzig. Also man hat hier wirklich die mitteldeutsche Region, also zumindest die Teile, die elektrifiziert sind, miteinander verbunden. So, die nächste Station ist Leipzig, Bayerischer Bahnhof. Der letzte Halt, der sich hier unterirdisch befindet. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu, nämlich als damals dieser Tunnel durch Leipzig gegraben wurde, das war ja Ende der 2000er Jahre, da gibt es ja am Leipzig-Bayerischen Bahnhof das Empfangsgebäude. Das ist ja ein denkmalgeschütztes, sehr historisches Gebäude mit einer einzigartigen Architektur. Und als der Tunnel gegraben wurde, da musste man das Gebäude vorher anheben und verschieben. Dann wurde der Tunnel gegraben und das Ganze fertiggestellt. Und da hat man das Gebäude dann wieder zurück verschoben, dieser sogenannte Portikus. Das war auch vom Bauen her eine sehr einmalige Leistung, die man da gebracht hat. So, wir erreichen Wilhelm-Leuschner-Platz. Also ihr seht, du kommst kaum auf Tempo, schon musst du hier wieder runterbremsen. Und ich vergesse hier so. Und da bremst der Zug wieder relativ schnell. Der hat nämlich sehr, sehr gute Bremsen hier. Die Baureihe 4 1442, also über die Bremsleistung der meisten Züge hier im Train Simulator kann man sich eigentlich nicht beschweren, denn die ist hervorragend. So, also wir erreichen Leipzig Bayerischer Bahnhof, war früher ja der Ausgangspunkt für die ganzen Züge in Richtung Süden, also vor allem in Richtung Bayern, Richtung Hof. Das hat man ja häufig damals in den Großstädten gehabt, als die ersten Eisenbahnen so im 19. Jahrhundert gebaut wurden, dass die großen Städte viele verschiedene kleine Bahnhöfe hatten, und das war auch in Leipzig und in Dresden so. Und das hat man dann erst viel später vereinigt. Zum Beispiel in Leipzig hat dann ab 1915 der Leipziger Hauptbahnhof dann diese ganzen kleinen Stationen ersetzt, wie Bayerischer Bahnhof, wobei Bayerischer Bahnhof immer noch benutzt wurde. Bis in die 1990er Jahre, da gab es auch noch Intercities, die hier gestartet sind, wenn es auch sehr wenige waren. Dann gab es in Dresden genauso, da hat man auch die Bahnanlagen nachträglich erst eben angepasst und die ganzen einzelnen Bahnhöfe verbunden. Bekanntestes Beispiel dafür ist natürlich Berlin, hatte auch sehr viele verschiedene Bahnhöfe, und da hat man dann eben die Stadtbahn gebaut, 1882, welche eben diese ganzen Bahnhöfe dann, oder die meisten dieser Bahnhöfe verbunden haben. Also diese ganzen Hauptbahnhöfe und so, das ist wie gesagt eben alles erst später entstanden. So, nächste Station, Leipzig MDR. MDR steht für Mitteldeutscher Rundfunk. Und in Leipzig hat der Fernsehsender seinen Hauptsitz, des MDR. Und das Radio MDR hat, glaube ich, soweit ich weiß, in Halle-Saale seinen Hauptsitz. So, jetzt müssen wir aber auch mir draußen schauen, ob wir irgendwelche PZB-technischen Dinge hier berücksichtigen müssen, gleichzeitig hier die Geschwindigkeit beachten. Also das Ganze ist schon recht anspruchsvoll, und gleichzeitig aber auch hier anfangen rechtzeitig hier zu bremsen. Aber bei 30 muss man nicht anfangen, so, aber ihr seht, die Bremsen, die funktionieren hier hervorragend. Ja, und die Wände links und rechts unseres Tunnels, die sehen auch hervorragend aus, denn so dürfte es da mittlerweile, glaube ich, auch im Vorbild aussehen. Links und rechts haben sich da verschiedene sogenannte Künstlerinnen und Künstler da verewigt.
Steht ja jedem frei, ob man das jetzt nur schön findet oder nicht. Ich bin da etwas unentschlossen. Es gibt da sicherlich schöne Motive, aber wie gesagt, auch das ist, glaube ich, nicht so ganz erlaubt, dass man da einfach hingeht und irgendwo die Wände besprüht. Aber wie gesagt, da möchte ich keine Diskussionen drüber führen, ob das nun schön ist oder nicht. So, Leipzig MDR ist auf jeden Fall erreicht. Jetzt können wir mal schauen, ob wir hier den MDR, die Sendeanstalt, vielleicht sogar sehen können. Ich weiß im Vorbild gar nicht, wo die da genau am Bahnhof ist. Auf jeden Fall, ja, können wir so einen ersten kleinen Blick hier auf die Stadt werfen. Hier, wie gesagt, Leipzig ja typisch. Man findet Altbau, man findet auch viele Neubauhäuser. Gerade Grünau, also der Zug hier, den wir ja hier fahren, der kommt ja aus Miltitzer Allee. Das ist, wie gesagt, die Endstation und die befindet sich im Stadtviertel Leipzig-Grünau. Im Westen von Leipzig und Grünau ist es ja ein sehr, sehr großes Plattenbauviertel. Also ich glaube, hinter Berlin, Marzahn ist das, glaube ich, das zweitgrößte Plattenbauviertel im Osten Deutschlands. Und ja, ist halt, also ich war da mal gewesen und da sieht man eine nach dem anderen so. Völkerschlachtdenkmal. Ein Denkmal an die Völkerschlacht von 1813 müsste es, glaube ich, sein. Ja, hatte mit dem Napoleon, mit den ganzen Napoleonkriegen und so weiter zu tun. Das ist unser nächster Halt, das Völkerschlachtdenkmal. Ich bin selbst auch einmal da gewesen. So, hier dürfen wir nur 80 fahren. Hier ist ein kurzes Stück 120 und dann wieder 80. Aber ich musste die 80 nirgendwo quittieren bis jetzt. So, jetzt geht es auch noch hier bergab. Das heißt, wir werden den Zug bei minimaler Leistung hier rollen lassen. Und dann kommt er schon ganz alleine auf sein Tempo. Ihr seht, das funktioniert auch, der Plan. So, weil sich hier nämlich so die ersten Strecken trennen, denn die Strecke in Richtung Markkleeberg zeigt hier nämlich ab. Also Stötteritz ist zum Beispiel in der Trains im World-Version nicht enthalten. Wäre natürlich schön gewesen, dass diese Station auch noch dabei gewesen wäre, aber sie ist da in dem Fall nicht enthalten. So, jetzt geht es also weiter zum Völkerschlacht-Denkmal von Leipzig. Vielleicht bekommen wir das auch zu sehen. Also weiter hier, ihr seht, es ist so viel hier zu sehen, ich kann kaum dazu kommen, irgendwie hier den Zug mal vorbeifahren zu lassen. Jetzt vielleicht mal, da kommt er angesaust. So, und wir überschreiten, ja, das ist nämlich, dass du kannst hier kaum, wenn du mit den ganzen Zugsicherungssystemen fährst, du kannst dir das kaum erlauben, irgendwie mal einen Blick aus dem Zug zu werfen, denn es ist eben das Problem. So, hier ist ein quittierpflichtiges Signal. Ich denke immer, ich mache mit der PCB was falsch, wenn ich das hier einhalte. So, hier werden auch 30 erwartet. So, und wo gilt das Ganze denn dann? So, hier ist nochmal etwas quittierpflichtiges. Das ist dann ist eine Begrenzung auf 60. Da haben wir nämlich dann so eine klassische Überlagerung. So, bei Geschwindigkeiten, die ja jetzt 30 oder niedriger sind, dann ist das sowieso noch mal so ein bisschen besonders hier. Gerade bei der Anfahrt müssen wir da jetzt echt ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu schnell werden. So, wir bringen den Zug am Völkerschlacht-Denkmal zum Stehen. So, wie gesagt, die Strecke Leipzig-Dresden, die ist ja im April 2022 veröffentlicht worden, im Zuge mit dem Train Simulator Classic. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir das Völkerschlachtdenkmal hier irgendwo zu sehen bekommen. Ich glaube, das steht ja so ein bisschen bewaldet. Da hinten, da ist es doch. Das ist es, oder? Nee, das ist ein Turm. Das ist ein einfacher Turm. Also wenn, dann ist es sicherlich irgendwo verdeckt. Ich weiß aber, dass das irgendwo so hier, genau, es ist doch hier in solchen Gatten oder so war das doch gewesen. Ich weiß es aber jetzt nicht ganz genau. Gut, okay, dann werden wir es heute nicht zu sehen bekommen. So. Nächster Halt, Leipzig-Stötteritz. Leipzig-Stötteritz, das ist auch schon unsere Endstation. Also wir haben heute eine relativ kurze Fahrt. Also einfach, ich wollte, und ihr überholt uns einen Güterzug, finde ich auch eine sehr, sehr schöne Sache, sowas. So, und jetzt müssen wir hier nämlich echt ein bisschen aufpassen, dass wir, glaube ich, jetzt beim Anfahren nicht schneller als 45 fahren. So, und ich weiß, dass ich bei meiner allerersten Fahrt hier auch schon mal eine Zwangsbremsung bekommen habe. Hier kommt uns der nächste Güterzug entgegen. Ja, also Leipzig-Stötteritz ist ja auch, glaube ich, so ein Container-Terminal. Also hier sieht man dann auch schon vermehrt Güterzüge auf diesen Strecken. Denn die Züge fahren ja jetzt nicht durch den City-Tunnel, sondern die fahren ja dann über die Umgehungsstrecke hier Richtung, wie heißt das gleich? Leipzig, also die Umgehungsstrecke Leipzig. Na, Richtung Leipzig-Engelsdorf, da gibt es ja auch einige Strecken,
konnte man damals, glaube ich, sogar in der PDP-Version, also Bridgman Perfect 2, da konnte man, glaube ich, sogar einen Teil der Güterzugstrecken da befahren, diese Verbindungskurve. Aber da gab es natürlich noch keinen City-Tunnel. So, wir erreichen nun unser Ziel für heute, Leipzig-Stötteritz, unseren Zielbahnhof. So, dann rollen wir ein und der Zug wird wahrscheinlich dann seine Fahrtrichtung hier wechseln. Und dann nach einigen Minuten Aufenthalt wohl hier wieder zurückfahren. So. Finde ich auch toll, dass die eben sich hier bei dieser Strecke die Szenarien so abwechseln. Es gibt relativ lange Szenarien, was wir am Anfang ja dann gespielt hatten. So, das Licht machen wir auf jeden Fall aus. Und dann lassen wir natürlich auch hier unsere Fahrgäste ein- und aussteigen. Gut, wir sind, glaube ich, ein bisschen spät jetzt hier angekommen. Aber hier, ich habe quasi die Scheinwerfer, also die Lichter schon angemacht. So, kommt ja halt darauf an, dass wir auch die Strecke so ein bisschen erkunden können. Wie gesagt, wir konnten heute nicht allzu weit in die Außen an sich gehen. Stötteritz, ihr seht, hier geht es auch noch weiter. Geht es dann, glaube ich, weiter in Richtung Geborna, Böhlen, Borna, Geithain. Ich glaube, die S6 gibt es hier, die bis Geithain fährt. Der Abschnitt wurde ja auch dann irgendwann mal elektrifiziert. Und ja. So, das wird es dann soweit also auch schon für uns heute gewesen sein. Also alles haben wir erfolgreich. Ne, bis 34, da sind wir auf jeden Fall noch im Zeitfenster angekommen. Da passt das Ganze ganz gut. So, hier sehen wir die Ansicht, dass der Zug, also man könnte da theoretisch sogar jetzt Szenarien, das ist ja der Vorteil im Train Simulator, dass man da auch so Szenarien bauen kann, dass man dann einfach in den Führerstand hinten umsteigt und wieder zurückfährt. Gut gemacht, Zugführer, das war eine gute Fahrt. So, Ziel erreicht und dann gucken wir nochmal in die Auswertung. Ich hatte natürlich hier schon mal Gold und wir holen Goldmedaille. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das Szenario schon mal gespielt und da hatten wir es anscheinend mit etwas weniger Punkten abgeschlossen und neun, jetzt im besten Ergebnis neun dazugehört, so wie einige andere das auch gemacht haben. Grüße gehen raus an diejenigen, die jetzt hier gelistet sind, an denen ich spielt das. Der spielt auch viel Train Sim World 3 und Train Simulator. Grüße auch an Leipzig LP und an Edelplastik gehen raus. So. Ja, und das war unsere heutige Fahrt. Wie gesagt, ich wollte heute auch nicht so lang unterwegs sein, einfach auch wegen der Stimme und so weiter. Aber ja, wir haben die Fahrt abgeschlossen und es lief diesmal deutlich besser als beim letzten Video, als wir ja ein bisschen chaotisch unterwegs waren mit den ganzen Zwangsbremsungen. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix der Weise.